Herzlich willkommen zurück zu Outlast 2, der 20. Teil. Ja. Und wir befinden uns jetzt anscheinend auf dem Dach von irgendwas. Oh, lieber Gott, hey, mit Schnee sieht man ja mal gar nichts. Ach, da drüben ist eine offene Tür. Gut. Es scheint arschkalt zu sein, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. War die Tür nicht gerade noch offen? Was ist das? Gut. Fußspuren. Ich weiß noch nicht, was ich hier soll. Gesucht. Das ist ja eine tolle Wurst. Na komm, also so kalt wird es jetzt auch wieder nicht sein. Speichert. Wir sind wieder in der Schule. Also war das das Dach von der Schule? Gar nichts. Oh, oh. Geht der schon wieder. Ah! Oh, oh. What the fuck? Ey, wenn ich den ganzen Scheiß jetzt noch mal ablaufen muss, gell? Oh, Gott sei Dank, ey. Ja, wie soll ich nur an dem Arschloch vorbeikommen? Da geht hier nichts auf. Was? Super. Jetzt kriegen wir von oben. Er legt mich doch am Arsch. Lauf, mach was, irgendwas, ist mir scheißegal was, aber mach irgendwas! Okay, wir sind ihm entkommen. Geht in die Luft. Also ich frage mich echt, was diese, was diese zwei parallel laufenden Geschichten eigentlich, was der Scheiß soll. Also ich habe noch keine Ahnung, was das soll. Also ich denke mal, diese Geschichte hier, die ist einfach nicht wahr. Das ist irgendwie Einbildung oder sonst irgendwas von dem Kerl. Ich weiß es auch nicht. Also jetzt gerade herkommen, oder wie sehe ich das? Verschlossen. Aha. Die Frage ist jetzt hier, was mache ich hier eigentlich? Da geht ja mal gar nichts. Ja, das ist mir wurscht, ob du frierst oder nicht. Geht nichts. Fenster, vielleicht kommen wir doch irgendwie rein. Nix. Hier?
Nein. Wie wär's damit? Auch nicht. Ich muss hier irgendwie reinkommen, also. Bin ich nirgendwo nuff? Du ist alles dicht. Ja, Himmelfrosch. Irgendwo muss man doch da reinkommen oder irgendwas machen müssen. Das ist wieder so saublödes Rätsel, dass man wieder, dass es wieder so saudumm ist, dass. Ich hab was gedacht. Irgend so ein Scheiß muss es hier sein. Und? Ach, ich bin schon un. Okay. Hoi, oi, oi. Also als erstes mal danke ich für die Batterie. Das ist doch schon viel wert. Würde ich ja gerne, aber geht ja nicht. Blockiert. Ja, und was soll ich jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Ja, das ist ja scheiße. Vielleicht soll ich das da auch mal probieren. Also ich versteh's noch nicht, also sorry. Hä? Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Was soll ich hier machen? Das ist doch totaler Schwachsinn. Paint ist Farbe. Kann ich mit der blöde Leiter irgendwas auffangen? Nee. Muss mich unbedingt rückwärts bewegen, oder? Ja, der kommt nicht durch. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ich komm nicht durch. Das ist wieder ein Fehler von dem Spiel. Gibt's doch gar nicht. Du bist doch wieder. Du bist doch wieder irgendein Scheißtrick dabei. Ich versteh's nicht, tut mir leid. Ja, ist ja toll.
verbrot hier mein ganzes Ding, meine ganze Batterie, aber, also irgendwie muss man doch da was nehmen können, also irgendwie. Ich kann weder diese Leiter wegschieben, noch irgendwas anderes machen, noch sonst was. Also irgendwas muss ich doch machen, dass die Scheißtür. Es geht einfach absolut nichts zu machen. Schön, wenn sie offen bleiben wird. Hä? Muss ich das verstehen? Sicherheit noch irgendwo so noch mal so eine komische Platte. Mal dann ab. Was da abgeht. Da geht immer gar nichts. Dann gehen wir mal dahin auf Richtung. Oh oh. Jetzt bin ich drin. Okay. Und mein Spiel hängt ohne Ende. Ach, geil. Batterie. Finde ich geil. So. Da ist noch was. Ein Verband. Oh, der ist ja gefühlt wie Weihnachten heute hier. Das war so klar. Ist auch noch eine. Ich bin wieder in dieser Kantine, wo ich schon nochmal war. Das Bild mit dem Galgenmännchen. Ich bin hier nicht allein. Das ist das Mädchen. Jessica! Jess! Hey! Quick! Jessica! Can you hear me? One more cups. If that were near. So, Art, my savior, come here. Quick! Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. The sun, the dawn, the light of light, keep me this night, and shall follow me. Thy presence bright, I need not fear, if thou come near. So, Art, my savior. Oh Gott, der Geier bin ich hier. Ey, hallo. Little one. Light of light. Keep me this night.
Ich sehe wohl absolut gar nichts, also so viel steht immer fest. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. Oh light of light. Ja. Wäre echt geil, wenn ich mal wüsste, wo ich hier laufe, soll ich, hab keine Ahnung. Ah, das ist ein echt sehr, sehr seltsames Spiel, muss ich sagen. Also. Ich renne hier in dem Ding rum, also ich weiß nicht einmal, wo ich hinlaufe. Ich sehe eigentlich überhaupt gar nichts. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Ich denke mal, dass ich jetzt in der eine komische Mine drin bin. Also sage ich jetzt einfach einmal. Ich habe nur absolut keine Ahnung, was hier überhaupt abgeht für ein Scheiß. Ja, schön, du wiederholst dich, Mädel. Also ich komme da auch nirgendwo hoch. Jess, are you there? Also mein Spiel hängt hier irgendwie. Ich kann euch nicht verraten, warum oder weshalb oder... Fakt ist, es speichert. Das ist ja schon nochmal viel wert. Ah ja. Okay. Also... ja. Wie gesagt... es hat jetzt gespeichert. Das heißt für uns, wir machen hier wieder mal einen Cut rein. Und ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben oder schreibt euch was in die Kommentare. Oder wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht einfach ein Abo von meinem Kanal. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Aber bis dahin war es das jetzt von Teil 20 von Outlast 2. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwann bald mal endlich zum Ende komme. Aber ich lasse mich natürlich wie immer überraschen. Und bis dahin, bleibt mir treu und grüßt mir die Hühner. Bis dann.